Was kann ich denn selbst machen, um mich zu Hause nachhaltiger zu ernähren? Das beginnt bei der Produktwahl, beim Einkauf und endet eigentlich beim Wegwerfen. Bei Lebensmitteln können wir momentan noch nicht auf Kunststoffverpackungen verzichten. Und projiziert man die Entwicklung der Weltbevölkerung für die nächsten 20 bis 30 Jahre, dann wird man feststellen, dass die Menge an Eiweiß, die derzeit erzeugt wird, insbesondere die Menge an tierischem Eiweiß, nicht ausreichen wird. Ich forsche an Insekten. Habe ich dann vielleicht so ein kleines Patty, in dem dann deine Mehlwürmer drin verarbeitet sind? Nachhaltige Ernährung ist kein Schwarz-Weiß-Begriff. Also saisonal, regional ist ein ganz großes Thema. Die Beere an sich zum Beispiel würde man ja auch normalerweise ganz konsumieren. Das heißt, es ist ein Nebenprodukt, was noch nutzbar gemacht werden kann. Bio ist, ich denke mal, das Mindeste. Unter dem würde ich es nicht machen. Wie wir uns ernähren und was wir einkaufen, das hat Auswirkungen. Ich glaube, soweit erzähle ich euch erstmal nichts Neues. Wenn wir uns nachhaltig ernähren, dann ist es nicht nur ressourcenschonend und klimafreundlich, sondern auch noch günstig und lecker. Kohl und Kartoffeln gibt es im Winter in großen Mengen und sie schmecken. Erdbeeren hingegen findet man im Winter eher weniger, sie sind meistens wässrig und auch noch teuer. Es gibt aber noch viele weitere Ideen, um unsere Ernährung nachhaltiger zu gestalten und noch mehr Menschen, die daran forschen, diese Ideen auch in die Tat umzusetzen. Und mit Ihnen möchte ich mich heute treffen, um Sie zu fragen, wie können wir unsere Ernährung nachhaltiger gestalten und was hat eigentlich dieser Bund Möhren damit zu tun? Und damit willkommen zur 6. Folge der Guten Frage. Meine erste Station ist heute die Lebensmitteltechnik und hier treffe ich mich jetzt mit Professor Harald Rohm und mit Susanne Struck. Was verstehen wir denn eigentlich unter nachhaltiger Ernährung? Der Begriff nachhaltige Ernährung wurde so vor 25 Jahren vom Ernährungswissenschaftler Karl von Körber mal eingeführt, eigentlich mit dem Ziel, so zum umfassenden Diskurs über unser Ernährungssystem zu motivieren. So im Konzept der nachhaltigen Ernährung sind eigentlich vier verschiedene Dimensionen verankert. Das ist im Prinzip die Dimension Gesundheit oder gesundheitsfördernde Ernährung, die Umwelt, dann Soziales und Gesellschaft und dann der wirtschaftliche Bereich, der heute hauptsächlich über Tierwohl eigentlich adressiert wird. Und in letzter Zeit wurde dann noch vorgeschlagen, so den Begriff Ernährungskultur auch mit in die Gesamtbetrachtung mit hineinzubauen. Und welche Bereiche gehören da alle dazu? Naja, man muss eigentlich die nachhaltige Ernährung oder nachhaltigere Ernährung, ist kein Schwarz-Weiß-Begriff, über alle Stufen der Verarbeitungskette eigentlich sehen. Das heißt, wir haben ja unsere Produktionsmittel, die aus der Landwirtschaft eigentlich kommen. Wir haben dann die eigentliche Lebensmittelverarbeitung, Gewerbe und Industrie. Wir haben den Handel auf allen Stufen und in letzter Konsequenz dann den Konsumenten. Das beginnt bei der Produktwahl, beim Einkauf und endet eigentlich beim Wegwerfen, das ja heute auch sehr stark diskutiert wird, weil da einfach viel verloren geht. Wie könnte denn dann nachhaltige Ernährung ganz konkret aussehen? Wir können ja in der Wissenschaft auf zwei Ebenen so in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Das heißt, zum einen energetisch, wir brauchen bestimmte Temperaturen, um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und da können wir durchaus energiesparende Verfahren suchen. Und was wir hier an der Professur machen ist, wir arbeiten sehr stark stofflich, wir suchen also für Nebenprodukte, die eigentlich wenig Wert haben, die praktisch wertsteigernd aufzuarbeiten und in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Okay, und das schauen wir uns jetzt bei Ihrer Kollegin an. Das kann ich Ihnen gerne zeigen. Schön. Ich führe Sie jetzt zu Frau Struck hinunter und da wird sie dann ein bisschen in die praktischen Beispiele reinbringen. Sehr gut, das machen wir. Wie trägst du mit deiner Forschung dazu bei, dass die Lebensmitteltechnik oder Lebensmittelverwertung nachhaltiger wird? Also wir beschäftigen uns schon seit 2015 hier an der Professur in nationalen und internationalen Forschungsprojekten mit der Nebenproduktaufbereitung. Und wir machen das hier am Beispiel von Trester hauptsächlich. Das ist ein Nebenprodukt, das entsteht bei der Fruchtsaftherstellung. Das heißt also, der Fruchtsaft wird ausgepresst und das, was an Fruchtfleisch und Schalen zurückbleibt als unlösliche Bestandteile, das ist der Trester. Mhm. Und das ist aber noch ein essbares Lebensmittel, weil die Beere an sich zum Beispiel oder den Apfel, den würde man ja auch normalerweise ganz konsumieren. Das heißt, es ist ein Nebenprodukt, was noch nutzbar gemacht werden kann für die Ernährung. Da wird ein Pulver dann am Ende draus und das kann man dann wieder in Lebensmitteln einsetzen. Und was macht ihr da zum Beispiel draus?
Also nachdem der Trester in der Kälterei entsteht, hat er noch so ungefähr 50% Wasser. Das heißt, man muss den zunächst irgendwie haltbar machen, weil das ist mikrobiologisch sehr sensibel. Das heißt, man trocknet den und dann können wir ihn vermahlen und dann kann man ihn einsetzen in Muffins oder in Keksen oder in verschiedenen Snackprodukten, denn der hat noch eine sehr intensive violette Farbe und deswegen kommen da sehr attraktive Produkte am Ende raus. Und warum macht man das nicht mehr? Also ich könnte mir vorstellen, dass überall eigentlich Lebensmittelreste noch bleiben, die man vielleicht noch verwenden könnte. Was ist da die Herausforderung dabei? Also das Problem ist erstmal, dieses Potenzial dieser Reststoffe irgendwie zu erkennen und auch aufzuzeigen den Firmen. Und die Produkte müssen halt dort, wo sie entstehen, erstmal nicht als Abfall definiert werden, sondern wirklich als Lebensmittel oder auch nutzbar zu machendes Produkt. Und dann müssen Prozessschritte etabliert werden, die einfach umsetzbar sind in der Industrie. Und die Produkte, die daraus entstehen, man muss ja immer wieder mehr Energie einbringen. Wenn ich jetzt was trockne oder vermahle, dann muss also diese zusätzliche Aufwand, diese zusätzliche Energie, die ich da einbringe, die muss ich immer in dem Mehrwert, der daraus entsteht, irgendwie ausgleichen. Und das ist manchmal nicht so einfach, dass die Rechnung am Ende aufgeht. Nachhaltiger können wir also zum einen werden, indem wir Reste aus der Lebensmittelproduktion weiter verwenden. Zum anderen müssen wir aber auch alle Menschen satt bekommen und brauchen dafür alternative und neue Nahrungsquellen. Das könnten zum Beispiel Insekten sein. Insekten haben einen viel kleineren CO2-Fußabdruck als zum Beispiel Schweine oder Kühe und sie sind in viel größeren Mengen vorhanden. Mehr zum Thema Insekten als Nahrungsmittel weiß Lebensmittelchemikerin Laura Weißenborn. Laura, woran forschst du? Ich forsche an Insekten. Genauer gesagt untersuche ich die Struktur und Funktion von Insektenproteinen, am Beispiel der Mehlwürmer. Und dabei ist mein Ziel erstmal, das Protein aus den Mehlwürmern zu gewinnen. Und da habe ich dann am Ende so ein Isolat, das Mehlwurmproteinisolat. Und das untersuche ich dann weiter, und zwar die technofunktionellen Eigenschaften und ja, generell die Beschaffenheit dieses Proteins. Technofunktionelle Eigenschaften sind sowas wie schäumtes Protein, kann man damit Gele bilden oder Emulsion. Dabei ist es besonders wichtig, dass wir die Struktur-Wirkungsbeziehung aufklären wollen. Das heißt, wie ist das Protein beschaffen, was für eine Eigenschaft hat das und was hat das dann für eine Auswirkung auf zum Beispiel das Schaumvermögen des Proteins. Und wir wollen damit eine Grundlage schaffen, ob denn Insekten in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden können oder eben auch nicht. Habt ihr schon mal Mehlwürmer oder Insekten gegessen? Was sind eure Erfahrungen damit? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie findet man heraus, ob Insekten als Lebensmittel überhaupt geeignet sind? Dazu muss man erstmal ein paar ganz allgemeine Dinge klären, zum Beispiel, ob Insekten als Lebensmittel überhaupt sicher sind. Also sind da irgendwelche Toxine enthalten oder Allergene? Und weiterhin muss man die Zusammensetzung der Insekten klären, also wie viel Fett, Proteine, Mineralstoffe enthalten die, essentielle Aminosäuren und Fettsäuren. Unser Interesse besteht auch darin, die Reaktionen aufzuklären, die während der Extraktion auftreten, also beispielsweise Braunfärbung von Proteinen, und herauszufinden, was das dann für eine Auswirkung auf das Lebensmittel hat. Und wie könnten diese Insektenproteine in Zukunft eingesetzt werden? Habe ich dann vielleicht so ein kleines Patty, in dem dann deine Mehlwürmer drin verarbeitet sind? Also genau das ist nicht unser Ziel. Mhm. Also bis jetzt gibt es auf dem Markt schon Produkte, aber da wird meistens das gesamte Insekt irgendwie als Mehl vermahlen oder so als Party-Gag eingesetzt. Und unser Ziel ist es eher, das isolierte Insektenprotein als funktionellen Bestandteil einer Rezeptur einzusetzen. Also beispielsweise in einem Joghurt, dass der cremiger ist, oder dass man zum Beispiel bei Fleischalternativen das Mehlwurmprotein als Bindemittel oder als strukturgebenden Bestandteil einsetzt, also um diese Fleischfaser zu imitieren. Das wäre denkbar. Mehlwürmer als Lebensmittel, das klingt ja schon ziemlich spannend. Über Proteine im Allgemeinen spreche ich jetzt mit Professor Thomas Hähnle. Warum suchen wir eigentlich nach alternativen Proteinquellen? Also Proteine oder Eiweiße bestimmen ganz entscheidend die Qualität von Lebensmitteln. Neben den Kohlenhydraten und den Fetten sind die Proteine auch verantwortlich für den Aufbau des Körpers und für die Aufrechterhaltung von Körperfunktionen. Und hier ist die Proteinqualität, auch bezeichnet als biologische Wertigkeit,
von entscheidender Bedeutung, also der Anteil, der Gehalt an essentiellen Aminosäuren. Tierische Proteine haben einen sehr hohen, haben eine sehr hohe biologische Wertigkeit, pflanzliche Proteine nicht so sehr. Und projiziert man die Entwicklung der Weltbevölkerung für die nächsten 20 bis 30 Jahre, dann wird man feststellen, dass die Menge an Eiweiß, die derzeit erzeugt wird, insbesondere die Menge an tierischem Eiweiß, nicht ausreichen wird, um diese Menschheit adäquat zu versorgen. Insekten lassen sich zunächst sehr leicht halten. Das heißt, der Aufwand zur Erzeugung von Biomasse ist relativ gering im Vergleich beispielsweise zu Kühen. Das heißt, allein die Erzeugung ist weniger energieaufwendig, ist ressourcenschonender. Und zum anderen sind auch die Proteine, die erzeugt werden, ich sage mal von Natur aus bereits sehr hochwertig. Das heißt, sie könnten dann geeignete Isolierungsverfahren vorausgesetzt relativ schnell direkt als Inhaltsstoff oder als Rezepturbestandteil von Lebensmitteln eingesetzt werden. Werden wir in Zukunft denn vielleicht ganz auf tierisches, klassisches Fleisch verzichten können? Also wenn ich die Zukunft vorhersage, die ich mir vorhersagen traue, soll heißen die nächsten 20 bis 30 Jahre, dann gehe ich davon aus, dass wir auch weiterhin tierisches Eiweiß essen werden, auch vom tierischen Eiweiß abhängig sein werden. Ich bin aber überzeugt davon, dass unter anderem durch die zahlreichen Forschungsarbeiten, die es derzeit gibt, weltweit alternative Proteinquellen, sei es aus pflanzlicher Herkunft oder eben auch aus Insekten, einen ganz maßgeblichen Beitrag in Zukunft wird leisten können. Wenn ich abends gemeinsam mit Freundinnen koche, dann fällt mir beim Aufräumen häufig auf, wie viel Plastikmüll sich schon wieder angesammelt hat. Ich treffe mich jetzt mit der Doktorandin Lena Berthold, um sie zu fragen, ob das wirklich so sein muss oder ob es vielleicht zukünftig Alternativen für Plastik geben könnte. Was meinst du, können wir in Zukunft vielleicht ganz auf Plastikverpackungen verzichten? In Zukunft vielleicht. Bei Lebensmitteln können wir momentan noch nicht auf Kunststoffverpackungen verzichten, weil wir die bereits produzierten Lebensmittel schützen wollen. Und viele Lebensmittel stellen hohe Anforderungen an ihre Verpackung. Zum Beispiel die Barrieren gegenüber Wasser oder Sauerstoff. Und Kunststoffe können diese Anforderungen einfach gut erfüllen. Sie sind sehr leicht und sie sind zusätzlich in großem Umfang verfügbar. Es gibt aber auch ganz viele Anwendungen, wo Barrieren nicht nötig sind, vor allem im Bereich von Non-Food-Artikeln oder auch im Bereich von Trockenwaren. Wir haben zum Beispiel mal eine Kaffeekapsel aus Karton hergestellt. Okay, und es gibt ja aber vielleicht in Zukunft Alternativen und daran forschst du ja auch. Wie könnte das aussehen? Ich forsche an Technologien zur Herstellung von Verpackungen aus Karton. Karton besteht aus natürlichen Fasern und ist dadurch auch biologisch abbaubar. Und ich beschäftige mich damit, wie man aus ebenen Materialien eben dreidimensionale Formen und Becher herstellen kann. Und das nennen wir dann Tiefziehen von Karton in diesem speziellen Schritt. Ich beschäftige mich vor allem damit, wie man die Formenvielfalt erhöhen kann, was man hier vielleicht auch schon ein bisschen sieht. Wir haben eben kleine Becher, lange Becher, kurze Becher. Und die sind dann aber auch trotzdem lebensmittelsicher und da ist alles hygienisch. Papier ist hygienisch und lebensmitteltechnisch unbedenklich, hat bisher aber noch Einschränkungen im Bereich der Barrieren. Und welche Herausforderungen kommen da vielleicht noch mit sich? Plastik hat ja wahrscheinlich auch viele Vorteile. Kann die so eine Kartonverpackung auch irgendwie ausgleichen? Hat die auch? Die größte Herausforderung im Moment ist die Schutzwirkung gegenüber Einflüssen von außen. Und zwar können Kartonmaterialien nicht so gut vor Feuchtigkeit und im Moment auch noch nicht so gut vor Sauerstoff schützen. Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch, verdirbt eben, wenn es mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Das heißt, da müssten wir quasi noch bessere Alternativen finden oder noch weiter daran forschen, dass so Kartonverpackungen das vielleicht auch irgendwann können. Ein großes Thema für die Zukunft wird sein, sich stärker mit biologisch abbaubaren oder kunststofffreien Sperrschichten zu beschäftigen. Und die zweite Herausforderung ist eben, diese Formvielfalt noch weiter zu erhöhen, damit der Karton eben mehr Anwendungen ersetzen kann. In der Produktion und Verpackung von Lebensmitteln gibt es also noch viel Potenzial, nachhaltiger zu werden. Aber auch wir selbst können uns überlegen, was muss ich an meinem Verhalten ändern, um nachhaltiger zu kochen? Caroline Uhlmann hat da bestimmt einiges an Tipps für mich und auch gleich die passende Küche, damit wir gemeinsam kochen können. Was kann ich denn selbst machen, um mich zu Hause nachhaltiger zu ernähren? Wie kann ich kochen? Was kann ich in der Küche machen? Eine ganze Menge. Und da kann man im Kleinen anfangen, indem wir einfach erstmal zu Hause überlegen, für wie viele Personen müssen wir denn einkaufen? Was haben wir schon zu Hause? Was brauchen wir wirklich? Können wir davon bestimmte Lebensmittel oder Produkte gut lagern? Oder macht es einfach Sinn, wirklich frisch einkaufen zu gehen und natürlich dann zu schauen, wo sind unsere Produkte her? Also saisonal, regional ist ein ganz großes Thema. Wird auch sicherlich noch viel, viel stärker in den Fokus kommen, aber einfach auch zu wissen, alte Sorten erhalten zu können und auch dort halt einen Beitrag zu Hause leisten zu können. Okay, und
Eine Idee ist ja auch, die Lebensmittel, die wir kaufen, vollständig zu verwenden. Was ist denn, was machen wir denn heute? Wir kochen ja gemeinsam. Beziehungsweise ich habe gelernt, wir kochen nicht, genau. Wir bereiten zu. Genau, wir bereiten heute ein Karottenkrautpesto zu und dazu noch Karottenschalenchips. Denn wir können wirklich alles von einer Pflanze verwerten und es ist genießbar. Wusstet ihr schon, dass das Grün von Möhren essbar ist? Und welche Tipps und Rezepte habt ihr, um Lebensmittel vollständig zu verbrauchen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Was mache ich als erstes? Wir fangen mit dem Pesto an. Ja, wir fangen mit dem Pesto an. Du nimmst dir vielleicht am besten mal das vorbereitete mal drüber, Kraut, ne? Oder packst es hier gemeinsam in die Mitte. Genau, du darfst dir das Kraut rausnehmen, darfst dir die dementsprechenden Blätter abzupfen auf deinem also, Brett. Nur das Grün wirklich, ja, ne? Ja, das Grün. Und dass wir so 30 Gramm haben. Mhm. Ich würde schon mal parallel mich um die Möhren kümmern. Und die Möhren schälen, weil die brauchen wir ja dann für die Chips. Machen wir so. Gut. Ich will mal parallel noch ein bisschen Öl dazu geben. Gerne. Jetzt passiert dann was und wir geben mal noch ein paar Kerne dazu. Ist das okay? Schmeiß mal ruhig rein. Ja, Pinienkerne sind super. Ja, sieht aus wie Pesto, ne? Sieht aus wie Pesto. Genau. Ich habe jetzt erstmal die Schalen so weit vorbereitet, dass ich die Karotten ordentlich geschält habe. Habe ein bisschen Öl drauf gegeben und das Ganze packen wir jetzt auf die Backmatte. Ja. Schadet nicht. Na dann lass uns mal probieren, was wir gemacht haben. Das sieht der total lecker aus. Guck mal. Was kann man denn sonst so noch für Lebensmittel vollständig verbrauchen? Also ich persönlich mache mir immer aus Radieschen, wenn es grün noch ganz frisch ist, da Salat draus. Mhm. Was hast du noch für Tipps? Das geht noch mit weiterem Gemüse. Also ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, vielleicht beim Blumenkohl bis zum Strunk oder Radieschen, rote Beete. Da geht eine ganze Menge. Obst, Äpfel hatten wir schon. Man kann auch die Bananenschale essen. Also es ist möglich. Ich denke, man muss es immer gut einbetten. Auch da wieder, wo kommen die Produkte her? Haben wir Einsatz von Pflanzenschutzmitteln? Wie ökologisch ist es? Also Bio wäre wahrscheinlich schon besser. Bio ist, ich denke mal, das Mindeste. Unter dem würde ich es nicht machen. Na dann lass uns mal schauen, was unsere Möhrenchips machen. Ich glaube, die sind gut. Genau. Ja, gut. Ich würde die mal holen. Ja. So, die packen wir uns jetzt hier mal schön auf den Tisch. Mhm. Ja, probier ruhig. Ich bin jetzt neugierig. Und wie ist es? Wirklich auch knusprig. Ne? Ich finde es gut. Voll lecker. Wenn wir uns nachhaltig ernähren wollen, dann wird das wahrscheinlich ganz schön herausfordernd. Viele kleine, aber auch große Veränderungen stehen uns bevor. Und zwar jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als gesamte Gesellschaft. Wir haben gesehen, wie wir durch neue Technik aus Lebensmittelresten noch leckere lila Muffins machen können, wie wir Mehlwürmer als Proteinquelle nutzen und wie wir bei Verpackungen Plastik sparen können. Und nicht zuletzt weiß ich jetzt, wie ich diesen Bund Möhren von der Wurzel bis zum Grün komplett verarbeiten kann. Aber über allem steht, dass je mehr wir zum Thema nachhaltige Ernährung forschen und wissen, desto besser. Das war die 6. Folge der Guten Frage. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei wart. Um zur letzten Folge zu kommen, klickt hier oben, da ging es um das Thema Religion. Und hier unten findet ihr noch weitere Videos der TU Dresden. Abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst.